Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit der Mandy, die jetzt hier ein wunderschönes Beistellwerk jetzt in meinem Haus sein wird. Hallo. Nein, sie war einfach kurz nicht da und dann habe ich sie einfach schnell eingemauert. Komm, ich helfe dir. Ja, kackendreist. Dankeschön. Oh, Entschuldigung. Au. Ich wollte nicht nur gerade... Hey, ich muss meine Zäune abbauen, die sind abgezählt. Nee, eigentlich nicht. Abgezählt. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich zwei geklaut. Muhaha. Meine Zäune. Okay, die Rache ist mein. Ich muss gucken, ob ich hier... die Mandy, die hilft mir nämlich gerade mal so ein bisschen hier konstruktiv. Oh, ich gucke in die Sonne. Beim Hausbauen. So, erstmal mache ich hier ein paar Löcher zu, weil ich nämlich wieder ein paar Fichtenholz-Sachen mir geholt habe. Dann ist nämlich schon mal, das hier oben wird jetzt der Dachboden. Okay. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich es dann mit der Schrägen hochmache oder nicht, aber auf jeden Fall geht es hier nämlich nach oben dann. Und mache ich nämlich gerade noch die Leiter hin. Und dann überlege ich, dass ich hier so das eben so ein bisschen absichere, dass man da nicht runterfällt. Eine Kindersicherung. Hast du gerade den... Na okay, ich wollte gerade sagen, es sah eben so aus, als hättest du den Zaun geklaut. So in der Art, würde ich sagen. Das passt doch dann. Okay, da siehst du nicht mal, ich bin nämlich hier schon etwas vorangekommen mit dem Haus. Hier sind dann so die ersten Zimmer, die schon am Entstehen. Und hier wird dann der... Hier entsteht dann so der... Gemeinschafts-Chill-Out-Bereich, also mit diesen Sitzbereichen. Ja. Und das hier vorne kommt, dann wird dann irgendwie der Fernseher werden. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, wie der hinkommt. Und hier wollte ich noch irgendwie sowas machen wie eine... Eine Wasserrutsche. Eine Wasserrutsche? Warte mal, ich überlege gerade. Eigentlich sollte hier ein Balkon hinkommen noch. Aber man könnte ja einen... Du kannst ja einen Balkon plus Wasserrutsche. Das klingt auch nach einem Plan. Wasserrutsche Moment. Führt dann direkt irgendwie darunter zu deinem Blumenbeet. Blumenbeet hier, dein Blumengeschäft. Von hier bis zum Blumen? Das ist aber ganz schön. Das ist aber mit sehr, sehr viel gutem Willen. Meinst du, so weit kommt man noch nie im Leben? Ach, verdammt, habe ich einen Block zu viel hingesetzt. Sag niemals nie. Also, ich könnte hier oben noch Boote zum Ausleihen machen oder so. Ich überlege gerade, wie weit meinst du, soll der nach vorne gehen? Noch eins, okay, weiter? Einfach mal. Oh, bist du gerade runtergefallen? Absichtlich, ich wollte kurz gucken, wie weit das hier so gehen soll. So, ich guck mal gerade, habe ich noch einen Eimer Wasser dabei? Nee, verdammt. Hast du einen Eimer Wasser dabei? Ein Creeper. Nee, ich habe auch nicht mal einen Eimer. Nein. Also... Ja, ich würde sagen, mehr als eine Reihe noch extra sollte nicht. Okay, dann mache ich mal hier Geländer hin. Ah. Ich glaube doch, ich mache hier noch eine Reihe weiter nach links, ansonsten müsste ich das Geländer so... Ach, da kommt ein Creeper. Ich weiß gar nicht, wo du gerade bist. Hinter dir. Ah, okay, unter uns war der... Ah, nein! Ich habe ein halbes Herz. Ein halbes Herz habe ich. Sorry, Papa. Du. Das war jetzt nicht. Oh Gott. Du hast mich auf den Creeper. Ich wollte dir einen Schreckmoment ein. Ja, den. Das oh Gott. Ja, das hast du auch. Oh mein Gott, das war das knapp. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss erstmal das Klo fertig bauen. Das brauche ich gerade mal. Moment. Oh Gott. Schock. Nee, das ist erst nur so. Hättest du gerade eine Sitzung? Ja, so. Warte mal kurz so. Ja, genau hier so. Jetzt brauchst du noch Erdblöcke. Ich habe Seelensand. Moment, zwei Blöcke. So. Ja, das reicht. Das sieht eher aus wie Durchfall. Ich guck mal gerade, wo es runtergeht. Ah ja, das sieht man's. Glaube ich, habe ich gerade kurz gesehen. Ich wollte gerade sagen, oh weh, du kriegst mich jetzt da auch wieder runter. Ich bin jetzt hier vorsichtig geworden, ne?
Nein, ich darf mich selber nur das Klo runterspülen. okay. Niemand sonst. Puh, jetzt schnell erstmal hier das Geländer machen, bevor ich da wieder runtergeschmissen werde. So. Ist doch eigentlich eine schöne Aussicht so. Ja, sieht sehr schön aus. Das dachte, alles nämlich, überblicken. Ja, das dachte ich mir nämlich auch, dass es hier doch eigentlich eine ganz gute Sicht gibt. Jetzt gucke ich mal gerade, dass ich hier vielleicht noch eine Bank oder sowas hinmache. Ist die Frage, wo würdest du die hinmachen? Eher mit dem Rücken hier dazu oder? Nee, dass man hier auf jeden Fall so hingucken kann. Das würde ich hier schön freilassen. Also. Echt, du würdest hier eine Bank hinsetzen, dass man. Ich würde eine Bank hier für Tier so. Ja, da sieht man das nicht. Nee, aber da hinten würde man es auch nicht sehen. Kannst du hier nicht lieber Glas hinbauen, so wie so ein Wintergarten? Der Boden aus Glas? Ja, wenn es schon keine Wasserrutsche wird, hier dann so, dass man das hier so, das sieht so schön aus. Ja, ich könnte ja das hier immerhin noch, also hier runter, glaube ich, gibt es eine ganz geile Wasserrutsche. Muss man überlegen, oder man macht halt wirklich... Ja, wenn ich hier so eine Schiene baue, dann ist es, glaube ich, ein bisschen viel. Ich könnte mal echt überlegen, ob man hier nicht vielleicht eine Wasserrutsche hinsetzt dann. Das Problem ist nur, da müsste man wirklich wie so eine Rutschbereich machen. Mhm. Weil ansonsten wäre es ja einfach nur wie so ein Aufzug aus Wasser. Da könnt ihr mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das besser gefallen würde. Und mit den... So, siehst du? Das ist nämlich ganz schön knapp, ja, was man überlebt. Nein, von den Herzen. Ich hab noch 5 Herzen. Was? Da bin ich tiefer gefallen. Ich glaube, ich bin auch hier bis hier runter gefallen, glaube ich. Zeig mal, wo? Ja. Ja, genau. Tch. Echt. Nee, könnte man echt überlegen, ob man hier nicht vielleicht so eine Art Wasserfall davor setzt. Habe ich sowieso vorgehabt, hier noch ein bisschen im Haus damit zu arbeiten mit Wasser, dass ich hier rein irgendwie noch so ein bisschen Wasserbereich setze. Aber da bin ich mir noch nicht im Klaren. Also ich würde es vielleicht hier so dahinter machen immer, dass es hier so neben den Fenstern so Wasser runterläuft. Ja. Aber da muss ich noch mal ein bisschen rumexperimentieren, wenn dann der Fernseher da ist. Wird der noch geliefert? Ja, ich brauche da dafür diese Plasmawolle, die dann fluoreszierend ist, damit das Bild gut ist. Ich sehe gerade, dass es hier rechts 1 breiter ist als links, wegen dem Balkon. Stört das? Oh, es ist 1 breiter. Ach nee, es ist nicht. Ich habe hier nur einen Block weiter reingesetzt. Oh Mann. Ich habe das nur so auf der anderen Seite gemacht. Ach ja, so. Genau. Ich würde so breit für den Fernseher sagen, oder? Was meinst du? Mach nochmal die Reihe da bitte einmal weg. Okay. So, mal direkt den Vergleich. Ah. Schwierig. Ich glaube, ich finde es fast... Eine Reihe lieber hin, oder? Ja, finde ich auch besser. Dann macht man es halt auch nicht ganz so groß. Ja. Und dann vielleicht so hier, in der Größe, dass das hier aufgefüllt wird, dass man nicht zu mächtig ist. So würde ich ihn keine Kinoleinwand? Ja, komm, so ist das doch schon echt groß. Guck mal, wenn du hier sitzt. Meinst du nicht? Ja. Ich kann es auch generell, schau mal hier, ich kann es auch noch einen nach oben setzen. So, und dann entweder man macht das hier so, das ist einfach, ja, ist ein bisschen, nee, das ist ein bisschen hoch. Wenn das erst da oben anfängt. Ja, das ist so hoch, nee. Also ich würde sagen so. Muss ja nicht geizig sein. Hier kannst du auch ein bisschen mehr noch ausgeben. Noch eins höher, meinst du? Fernseher. Nee, das, So, da meinst der, du? Ja, genau. Und dass man den jetzt wegmacht. Ja, das ist klar. Ich muss, ich hab den nur so gebraucht. Riesig. Oh. Okay, Dekadenz. Denn schon. Ja. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Bildschirmdiagonale dann. Stell dir das mal in Realität vor. Der ist der ist höher als ich. Also ist der ungefähr so 2,10 Meter, so in der Art, hoch. Und dann breit ist er so 3-mal meine Länge. Also ist der 6 Meter breit und 2,50 hoch. Oh mein Gott, was ist das für ein Fernseher?
Komm, aber manche haben das zu Hause stehen. Zwar eher die reichen Leute, aber. Ach, eher die Reichen. Das ist das so, ist das dieses so eher die Reichen, aber so ein paar von denen, die es nicht so dicke haben, die haben auch diese riesigen Fernseher. Ja, wenn sie wissen, wie man es macht oder auch nicht, wie man es macht, sondern sich verschulden, die haben sowas auch. Ich baue dann mal das Dach so ein bisschen schon mal weiter hier. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe gar keinen Dingenstone. Ach, ich überlege gerade, ob ich hier überhaupt den Stein nehme für oder ob ich wie da drüben es aus Holz mache. Aber ich glaube fast, da ich das hier dann nicht überdacht mache. Oder meinst du Holz oder was meinst du? Also ich fichte wie hier drüben oder hier einfach nur Stein? Oh, das ist schwierig zu sagen, immer dieses rein hypothetisch gesehene. Versuch doch einfach mal hier jetzt so eine, warte, ich habe auch hier. Guckt man. So, die 5 hatte ich dir geklaut. Ah. Und, was sieht besser aus? Ich finde es fast mit Holz besser. Ich glaube, ich mach's mit Holz, ja. Ich bin der Schluckspecht. Sammel all deine Steine auf. Nicht alle, ein paar wische ich auch noch hier oben. Ja, okay, gut, 12. So. Okay, mehr Holz habe ich selber gerade nicht, sehe ich gerade. Dann muss ich auch mal gucken, was ich dann überhaupt als Dach mache. Ob ich es erstmal so eckig zulaufen lasse. Oder ob ich das Ganze dann auch mit so Schrägen versehe. Muss ich mal gucken. Aber es ist echt größer geworden. Es ist auch echt größer geworden, als ich eigentlich gedacht habe am Anfang. Jetzt habe ich mich selber so ein bisschen hier ins Detail verloren. Hier außen mache ich vielleicht auch noch einen Barbecue-Grill hin auf den anderen Balkon. Muss ich mal schauen. Da kommen noch die ganzen Pflanzen und sowas dann. Ich denke mal, ich mache so eine Schräge mit, so wie bei den anderen Häusern in der Art. Mal schauen. Okay, aber damit verabschiede ich mich für heute. Oh, da unten ist ein Enderman. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Ey.